Es ist für mich kein Sympathieträger. Aber gut, es gibt halt immer, gibt es in jeder Firma, es gibt halt immer Menschen, die man nicht mag. Das ist einfach so. Naja, und auf jeden Fall, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ich denke, unserem Gründer ist es nicht, vielleicht nicht ganz bewusst, was diese Entscheidung, das nach München zu ziehen, für uns Berliner und auch für ihn bedeutet. So. Ja, es war jetzt auch nicht gerade diplomatisch, aber ich bin. Man muss sagen, ich bin absolut kein diplomatischer Mensch. Ich kann das einfach nicht. Also entweder. Also ich kann wirklich nur. Wenn mich jemand fragt, was hältst du von mir, kann ich einfach. Ich kann nur sagen, dann würde ich einfach nur sagen, willst du die Wahrheit hören? Ansonsten halte ich den Mund. Das sagt einfach alles aus, weil ich kann das einfach nicht und ich finde es einfach, wenn man jemanden nicht mag so, und auch keine gute Meinung von ihm hat, sollte man vor allem Kritikfähigkeit ist da. Und wenn man als vor allem als Führungsposition nicht in der Lage ist, Kritik anzunehmen, dann sollte man keine Führungsposition sein. Ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob er dazu in der Lage ist. Auf der einen Seite wünsche ich mir mal, dass er mich mal fragt, aber auf der anderen Seite sage ich, hey, es ist nicht wichtig, es ist nur ein Mensch und da er in München sitzt und ich in Berlin, ist noch alles gut und ich hatte bis jetzt zweimal mit ihm zu tun. Einmal war es Einstellungsgespräch und einmal war, da kam er mal so in Berlin die Niederlassung besuchen. Da wurde irgendwas abgesprochen oder irgendein Workshop. Irgendwas. Oh, meine. Oh, ich gehe hier mal in der Ecke. Ich glaube, ich müsste hier mal mein Brustpanzer ein bisschen aufbessern. Hier, ne? Charakter. Wo haben wir mein Matarobe? Und habe ich noch irgendwo hier? Drei Silber. Reparieren wir mal. Und ich glaube, meinen Umhang, den repariere ich auch gleich mal. Den hätte ich noch raushauen müssen. So, und dann kann ich gleich mal noch gucken. Ah, ich wollte ihn doch reparieren, meine Fresse. So, raus damit. Einmal. Wupp. Und reparieren. Wie viel? 54 Silber. Ist in Ordnung. So, okay, wurde repariert. Ziehen wir an. Und da kommen sie auch gleich schon wieder und wollen mir ans Leder. Aber naja, wie gesagt, diese Angst vor München, das ist zurzeit so, was mich auch in meinem Leben, was mich wirklich in meinem Leben blockiert, wenn du einfach Angst vor etwas hast. Das ist also, ich könnte es nie nach München ziehen. Ich könnte es einfach nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Und das sage ich lieber. Wirklich, wenn ich die Entscheidung habe, München oder auf der Straße, dann lebe ich lieber auf der Straße als in München. Wirklich. Ich kann es einfach nicht. Es geht nicht. Und wenn diese Angst dir ständig im Rücken hängt und die hat sich vor einer Woche nochmal vergrößert, weil von uns auch ein Mitarbeiter gesagt hat, ich gehe nicht nach München.
Also er hat das nochmal so absolut betont. Und eine Woche später kam eine Rundmail, dass er kündigt. Und er hat zwar gesagt, er kündigt, aber ich weiß eben nicht, ob das wirklich so freiwillig war. Also, ich kann das nicht sagen. Das ist eben so dieses, weil er nochmal so 100% betont hat, er geht, also, das war so ein absolutes, wie ich eben auch gesagt hatte, er geht nicht nach München. Und eine Woche später, er kündigt. Und kann sein, dass er wirklich da schon länger mit dem Gedanken gespielt hat, aber es kann natürlich auch sein, dass ihm nicht die Wahl gelassen wurde. Und das ist wieder so ein Ding, wo es, tja, warum meine Angst noch mal mehr gestiegen ist. Und das ist so ein Punkt, warum ich auch nicht aufnehmen konnte, weil du kommst einfach abends hin und denkst, ja, scheiße, du arbeitest eigentlich, du weißt, du arbeitest was, du arbeitest was, du war arbeitest auch was hin und dann könnte es sein, dass du plötzlich, also na, eigentlich, ja, ich arbeite in einer tollen Firma, es macht echt riesen Spaß, aber plötzlich dieses München ist für mich einfach so ein Riesenschreckgespenst und deswegen kann ich nicht mehr leben. Wenn du einfach so ein, du hast ständig irgendwie einen riesen Koffer im Hintergrund. Und das ist, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Zumal ich habe mir den, dass ich wirklich mit meinem Chef drüber reden. Ich meine, ich muss drüber reden, weil meine, ich meine jetzt zur Zeit erst wegen erst es ist ausgefallen. Und ich meine, wir sind halt nur zu zweit. Also er als IT-Leiter und ich als Systemadministrator. Und naja, wenn der ausfällt oder so, muss ich halt. Ich war jetzt gut mit Arbeit eingedeckt, aber trotzdem. Ich bin blockiert und wenn da ein paar Fehler unterlaufen, ist nicht so toll, aber man sagt ja, man soll berufliche und das Problem und so weiter, aber diesmal hier geht's nicht, weil es meine ganze Existenz ist einfach davon, ja, ich kann das einfach nicht. Und da kann mir, da können mir die Leute sagen, München ist toll und selbst meine Mutter, die war ja mal eine Zeit lang, hat sie mal in München gearbeitet und die hat mir gesagt, München ist toll und so weiter, aber es geht einfach nicht. Es ist, das sind einfach, da muss ich ganz ehrlich klar sagen, das sind einfach die Vorurteile. Viel, 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 viel zu groß, als dass ich mich da jemals darunter bewegen kann. Ja, und diese ständige Angst davor, das macht mein Leben eigentlich gerade so richtig. Ja, man muss sagen, es macht es kaputt. Es macht es richtig, richtig, richtig kaputt. Ich habe keinen Spaß mehr an vielen, vielen Sachen, wo ich vorher Riesenspaß dran hatte, sondern einfach nur diese Angst, oh Gott, es kann jeden Tag sein, diese Order, jetzt muss ich nach München. Ja, und deswegen ist, habe ich mich auch nicht wirklich an den Rechner gesetzt, habe nicht aufgenommen, habe nicht meine täglichen an meiner Webseite weitergearbeitet.
Wollte mir jetzt eigentlich auch mal so eine Art, oder habe schon angefangen, Kostenaufstellung, was mein Server, was YouTube und so weiter mich alles kostet, was es eigentlich überhaupt an Geld reinbringt. Also, sagen wir mal so, kostendeckend 10%, wenn überhaupt. Bloß, dass ihr mal wisst. Also, ich hab das so aufgeschlüsselt. Also ich habe erstmal die Serverkosten. Ich habe ja Serverkosten, kann ich ja durchaus sagen. Mein Server kostet zurzeit, wie viel waren es? 79 Euro im Monat. Dazu kommen ja noch die Domains dazu. Also für die Berliner-Nahverkehr.net Domain, auf der läuft ja zurzeit eine Werbeseite. Also eine Seite, wo auch ein bisschen Werbung geschaltet wird. Und dann habe ich das eben die Serverkosten plus die Domainkosten. Und dann gegen die Werbekosten gerechnet. Ja. Also wie viel Werbeeinnahmen. Und natürlich, also wer da einen Adblocker nehmen will, der kann's, also den nehme ich es nicht übel, doch wer mich gerne unterstützen möchte, da würde ich mich freuen, wenn er ihn ausschaltet. Aber das ist so bei allen, das ist hier auch bei YouTube, so wenn er ihn gerne benutzen möchte, kein Problem. Ich habe mir bloß also ich habe gesagt, für YouTube die Watch-Sache, also wo dann Videos kommen, youtube.com ist noch ein Adblock, aber sobald dann Videos gezeigt werden, wird er ausgeschaltet. Also habe ich so diese Regel, weil ich die Kanäle, also die YouTuber, die ich gucke, möchte ich gerne unterstützen. Das ist genauso auf heise.de. Da ist der Adblocker ausgeschaltet, weil ich sage, okay, da wird unterstützt. Wie gesagt, das, was ich im Netz gut finde, da schalte ich ihn aus, weil ich da die Leute, also die Webmaster unterstütze. So, wenn ich endlich mal es wieder geschafft habe, die -Online-Domain, da, die gibt's ja noch, da wieder eine Webseite drauf zu schalten zu meinem YouTube-Kanal, dann wird das auch damit verrechnet. Dann kann ich die Serverkosten schon mal durch zwei teilen. Und naja, so.